Was haben wir jetzt den ganzen Tag über gehört? Wie man die Kata in der Produktion anwendet. Und das hilft uns nicht irgendwo viel weiter, weil Studien zeigen auch immer wieder, die Produktion ist im Grunde eigentlich schon ausgelutscht und die großen Potenziale zur Verbesserung liegen in der Administration. Und ich habe Ihnen eine kleine Studie hier von der IPA von 2010 rausgesucht. Bei einer Befragung kam raus, dass das größte Potenzial für zukünftige Verbesserungsaktivitäten zu 38% in der Administration gesehen wird, zu 39% in der Produktion und Administration und nur zu 21% sehen die befragten Leute die größte Verbesserungspotenzial in der Produktion. Also wir müssen einen Zugang finden, die Verbesserungskarte auch im administrativen Bereich anzusetzen. Und wenn man jetzt fragt, wo liegt denn der Schwerpunkt der zukünftigen Verbesserung, dann stellt man fest, okay, nur 26% versuchen hier in der Administration was zu machen. Und da ist eine große Diskrepanz zwischen Potenzial, Anwendungsgebieten und tatsächlichen Aktivitäten. Und deswegen habe ich mich verschrieben, dass wir die Charta nutzbar machen für den administrativen Bereich. Das wird aber recht schwierig, weil Sie haben gesehen, dass alles, was bisher zur Verbesserungscharta publiziert worden ist, das ist sehr stark fokussiert auf die Produktion, ja, und die Produktion wiederum sehr stark fokussiert auf die Stückgutfertigung. Aber wir haben noch nichts gehört über die Fließfertigung, also chemische Betriebe und ähnliches mehr. Und auch die Stückgutfertigung ist sehr stark wieder fokussiert auf die Montage. Also da muss was passieren. Und es mangelt ja nicht an Verlusten. Unsere 16 Verlustarten, die wir in der Produktion mal herausgearbeitet haben, können Sie zu Hause nachlesen. Und die Situation in der Administration, eine ganz andere als in der Produktion. Sie haben meistens wenig Kundenorientierung, zumindest intern. Sie haben häufig wenig Fokus auf die Wertschöpfung, wenig Wissen über vor- und nachgelagerte Prozesse, wenig Bewusstsein für Qualität der eigenen Arbeit, Angst vor Standards und Kontrolle und die Einschätzung, bei uns geht das sowieso nicht, wir sind die Administration, verbessert ihr mal in der Produktion. Also die Verbesserungskarte in der Administration muss eigentlich eine höhere Bedeutung haben als in der Produktion und da ist bisher noch nicht viel passiert. Bloß, also es wäre ja schön, wenn wir die Verbesserungskarte auch im administrativen Bereich anwenden könnten. Das wäre richtig klasse. Bloß, unsere Wissensgrenze liegt etwa hier. Also wir wissen eigentlich nicht wirklich, wie es geht. Es gibt einige Vorreiter in dem Bereich, aber so belastbare Ergebnisse haben wir eigentlich noch nicht. Betrachten wir uns mal hier die klassischen Schritte. Sie kennen alle dieses Diagramm. Schauen wir einfach mal, wo Hauptprobleme bei der Anwendung der Verbesserungskarte im administrativen Bereich liegen. Und zwar zunächst mal bei dem Punkt Richtung verstehen. Wo wollen wir eigentlich hin? Das geht schon damit los, dass die Vision meist sehr Toyota- oder Lean-lastig ist. Ja, so das Klassiker. Ich habe das, Mike, verzeih mir bitte. Mike, bist du da? Genau. Verzeih mir bitte, ich habe es aus dem Kartehandbuch rauskopiert. Ja. Ein Stück Fluss zu möglichst niedrigen Kosten. No, das ist so die Vision, die man immer sieht. Ja, und jetzt gehen Sie mal in die Administration und sagen Sie, ja, ein Stück Fluss zu möglichst geringen Kosten. Oder gehen Sie irgendwo anders hin. Ja, dann sagen die, passt für uns nicht wirklich. Also, wir haben eigentlich keine guten Visionen im administrativen Bereich. Dementsprechend sieht auch das mit den Herausforderungen aus, die daraus herabgeleitet werden. Ja, so der Klassiker. Wäre es nicht toll, wenn wir Teile direkt im 1x1 Montagefluss bearbeiten könnten? Oder wenn wir eine Küche für den Kunden bauen und direkt verladen können? Das ist alles Produktion, Produktion, Produktion. Es gibt kaum gute Beispiele für Visionen und Ableitung von Herausforderungen für den administrativen Bereich. Zweiter Problembereich. Wenn Sie sich ein bisschen näher mit der Verbesserungskarte beschäftigen, dann stoßen Sie auf den Punkt, der sich nennt Toyota-Prozessanalyse, ja, oder Toyota-Karte-Prozessanalyse. Diese detaillierte Prozessanalyse, die ist eigentlich auch sehr stark fokussiert auf diese Produktion. Aber in dem Bürobereich haben wir Tätigkeiten, deren Inhalt sehr stark variiert. Der Mann oder die Frau an der Fertigungslinie, die steht dort und macht genau mehr oder weniger einen Handgriff oder kümmert sich um einen Prozess. Die Büroarbeiter kümmern sich um 10, 20, 30, 50, 80 Prozesse. Ja, das ist nicht eins, jemand, der hier ständig immer nur von A nach B irgendwas bewegt. Diese Prozesse dauern teilweise sehr lang. Denken Sie an solche Budgetierungsprozesse. Einmal im Jahr. Ja, und dauern irgendwie wochenlang. Versuchen Sie sowas mal mit der Verbesserungskarte zu optimieren. Diese Prozesse sind nicht sichtbar.
Arbeitsmuster sind häufig sehr schwer zu erkennen. Wenn ich in die Fertigung gehe, sehe ich das. In der Administration ist es nicht zu sehen. Also ist es wirklich sehr schwer. Jetzt gibt es eine erste Lösungsidee für diesen Punkt, also für dieses Hindernis. Sie sehen, ich habe hier so einen kleinen Hindernisparkplatz aufgebaut. Und die erste Lösungsidee ist, wir nehmen die Verbesserungskarte Prozessanalyse. Da gibt es im Handbuch von Mike auch eine allgemeinere Fassung, mit der man das Ganze machen kann. Und das ist die Grundlage, um unsere Zielzustände sauber zu definieren und die Arbeitsmuster zu identifizieren. Das ist diese Variante hier, das ist schon die allgemeine Form. Und auch als ich mir das angeschaut habe, habe ich gesagt, nee, das passt nicht. Ja, Zykluszeit, ja, Kundennachfrage, das ist alles sehr stark noch fokussiert auf die bisherige Denke, die wir hatten. Kapazität der Ausrüstung, ja, haben wir irgendwelche maschinellen Beschränkungen, welche Kapazitäten sind da? Wie viele Mitarbeiter sind nötig? Was sind die Kennzahlen? Ich habe gesagt, die Charta, so wie ich sie kennengelernt habe, ist eigentlich viel universeller. Deswegen habe ich gesagt, diese Lösungsidee, ja, gut, für wiederkehrende, repetitive, kurzzyklische Prozesse, wunderbar, aber eigentlich nicht für das, was ich im Kopf hatte. Die zweite Möglichkeit, und was noch dazu kommt, diese Prozessanalyse fokussiert sich immer auf einen Teilprozess, nicht den Gesamtprozess. Und wenn man sich den Gesamtprozess anschauen möchte, wo eigentlich das Hauptpotenzial liegt, muss ich mir was anderes einfallen lassen. Deswegen Lösungsidee 2, lassen Sie die Lernenden ihre Prozesse mit LEPAC oder SIPOC, die Six Sigma-Leute kennen das, das ist so ja, ein Prozess, einfaches Prozessanalyse-Tool machen und danach mit Makigami, das ist so ein verfeinertes Prozess-Mapping, sage ich mal, die Prozesse analysieren und Sie können sich diese Methode anschauen. Das hat nämlich Schmitz Cargobull letztes Jahr auf dem Kata-Praktika-Tag vorgestellt, wie das Ganze funktioniert. Und ich denke, damit sind Sie vermutlich auch noch sehr gut unterwegs. Also, auf Basis des Ist-Zustandes, der mit LEPAC und Makigami analysiert worden ist, werden die neuen Zielzustände festgelegt. Durchaus ein sehr brauchbarer Ansatz. Aber ausschließlich auf der Prozessebene. Und wenn wir uns unsere Bereiche, wo wir uns im Büro mit Optimierung beschäftigen, anschauen, da gibt es eben außer der Prozessebene noch deutlich mehr. Nächstes Hindernis. Ja, noch nicht das nächste Hindernis, sondern aus der Makigami-Analyse lassen sich gut diese Prozesskennzahlen ableiten. Und das haben wir auch bei uns am CDPM gemacht. Ich habe aufgrund dieser vielen Annahmen gesagt, lasst uns das bei uns verifizieren. Ja, und deswegen steht die Andrea Hauf hier, die das später dann auch noch von uns, aus unseren Erfahrungen einfach hier deutlich machen wird. Also, wir haben einige Annahmen getroffen und die wollten wir bei uns auch verifizieren. Die erste Annahme ist, die Verbesserungskarte funktioniert auch bei gleichzeitiger Arbeit von einem Lernenden an mehreren Hindernissen. Hups. Da kriege ich jetzt Ärger mit den Kata-Dogmatikern. Ja, aber ich habe festgestellt, wenn ich ein Hindernis habe und es zeigt sich einfach, ich brauche einige Wochen, um zu klären, ob ich dieses Hindernis beseitigen kann. Wir sind nicht in der Produktion, wir sind in der Administration. Dann ist es durchaus möglich, mit einem Lernenden mehrere Hindernisse zu bearbeiten, wenn Effekte zwischen diesen beiden Hindernissen ausgeschlossen werden können. Also wenn es ein ganz anderes Thema ist, weil ich will in einen schnellen Coaching-Zyklus reinkommen und warum arbeite ich dann nicht mit mehreren, mit einem Coachee, mit an mehreren Hindernissen. Und das haben wir ausprobiert und das hat sehr gut geklappt. Also von daher, dieser Punkt aus meiner Sicht ist bestätigt. Es muss nicht nur ein Hindernis sein, allein für uns. Das zweite ist, ich bin der Meinung, die Charta ist universell. Nicht nur im Produktionsbereich, auch nicht nur im administrativen Bereich, sie lässt sich fast im gesamten Lebensbereich anwenden. Und Zielzustände müssen nicht unbedingt ein festes Muster haben. Sie funktionieren auch bei nicht repetitiven Prozessen, die eben nicht getaktet sind. Ja, das ist eine spannende Geschichte. Ja, und da will ich Ihnen ein kleines Beispiel vorstellen von meiner Frau, die das Ganze nämlich mit Schülern gemacht hat. Meine Frau ist Grundschullehrerin und die hat die Verbesserungskarte mit Grundschullehrern ausprobiert und angewendet. Das will ich Ihnen ganz kurz vorstellen. Das ist auf höchster Ebene bei uns, also im Landkreis, auf Schullandsebene auch gelaufen und meine Frau konnte das mittlerweile 600 Lehrern schon vorstellen und das schlägt richtig hohe Wellen, weil es nämlich genau passt in den neuen Lehrplan Plus,
der in Bayern verbreitet wird. Und das ist die veränderte Lehrerrolle. Das ist eine Originalfolie aus den Schulungsunterlagen. Und Sie sehen hier zukünftig im neuen kompetenzbasierten Unterricht müssen Lehrer auch Trainer und Coach sein. Und als ich die Folie gesehen habe, habe ich gesagt, tschakka, jetzt ist die Möglichkeit gekommen, hier mal über Coaching im Sinne von Kata zu sprechen. Ich habe das mit meiner Frau durchgesprochen und sie hat es ausprobiert. Und zwar folgendermaßen. Haben gesagt, was ist die Vision? Die Vision ist die Schulvision. Was ist die Herausforderung? Das ist die daraus abgeleitete Klassenordnung. Und dann hat meine Frau mit den Kindern Zielzustände definiert, die sie monatsweise versuchen zu erreichen. Zum Beispiel Gefühle der anderen nicht verletzen, in Ruhe arbeiten können, nicht so wild sein. Halt das, was so in der Grundschule die Kinder auch bewegt und was ihnen teilweise große Probleme bereitet. Das ist die Schulvision. Und ich fand, das ist ein guter Weg, eine Vision zu formulieren, nämlich ich habe einen Traum. Ja, nicht so, es wäre schön, wenn, das ist perfekt für die Herausforderung. Es wäre schön, wenn wir eine tolle Klasse wären, das ist die Herausforderung. Und dem vorgelagert ist eigentlich die Schulvision mit, ich habe einen Traum, ja, von einer Schule, wo das Lernen Spaß macht, die Raum für Gefühle lässt und so weiter. Hat der Schulleiter hier also sehr, sehr gut schon formuliert. Und das hat meine Frau zum Anlass genommen, das auszuprobieren und hat gesagt, okay, wir haben mit den Schülern gemeinsam 3 Zielzustände definiert und hat das abgefragt wochenweise. Grün heißt, ja, wir schaffen das, rot heißt, nee, wir sind unzufrieden oder ich bin unzufrieden. Jeder Schüler individuell hat es gemacht und leider, die Entwicklung wurde schlechter. Ja? Die Anzahl der roten Punkte hat deutlich zugenommen, weil die Kinder dafür sensibilisiert waren. Und? Um das Ganze nochmal weiterzuschauen, meine Frau hat irgendwie gesagt, wir müssen was ändern. Und dann haben wir ein 1:1-Coaching eingeführt. Ja, mit den Kindern in Einzelgesprächen geklärt, wo hast du jetzt das eigentliche Problem? Es wurden neue Routinen entwickelt, wie man bestimmte Dinge besser einhalten kann, Arbeitsruhe einhalten und ähnliches mehr. Und was soll ich Ihnen sagen? Es hat sich also im Laufe der Wochen, also Anfang September hat sie angefangen, Ende Oktober waren diese Zielzustände erreicht. Und jetzt im November hat sie gleich neue Zielzustände definiert mit den Kindern gemeinsam und sie sagt, das ist so fantastisch. Die Kinder denken genau in diesem Muster. Wo wollen wir hin? Wo sind wir heute? Ja? Was sind die nächsten Schritte, die wir angehen wollen? Was sind die Hindernisse, an denen wir arbeiten müssen? Diese Routine ist in kürzester Zeit in die Kinderköpfe reingekommen. Und das ist so mächtig. Und deswegen sage ich, die Kata ist universell. Wir müssen nicht nur in prozessbasierten Takten denken, sondern wir können sie viel breiter einsetzen. Also, zweiter Punkt aus meiner Sicht auch getroffen. Wir sind auch der Ansicht, die Kata ist auch geeignet, um Innovationsprozesse zu unterstützen. Na, Produktentwicklungsprozesse, irgendwas völlig Neues. Wir sind der Ansicht, dass sich das auch auf Tätigkeiten eben nicht nur auf individueller Prozessebene anwenden lässt, sondern auch zur Abstimmung von Prozessen auf abteilungsübergreifender Ebene oder menschenübergreifender Ebene. Und wir haben gedacht, Kata ist 1:1 Coaching, aber was ist mit dem Team? Und ich habe gesagt, lasst uns mal versuchen, dieses 1:1 Coaching mit unseren Team-Meetings, den Stehungen, die wir regelmäßig machen, zu kombinieren und da einfach nochmal das Team auch auf die Herausforderung auszurichten. Und das sind die 3 Dinge, die 3 Hypothesen, die wir getroffen haben, die wir dann im weiteren Verlauf auch am CETPM ausprobiert haben. Und wie das Ganze gelaufen ist, ja, das kann Ihnen die Andrea Hauf hier darstellen und ich hoffe, Sie haben da auch noch so ein bisschen weitere Einblicke. Ich muss mich leider auf den Weg machen, aber ich danke, dass Sie so aufmerksam zugehört haben. Dankeschön. Ja, ein Hallo von meiner Seite nochmal. Sie erwarten jetzt bestimmt, dass ich Ihnen sage, ich war von vornherein glühender Verfechter der Kata und ich konnte nicht an mich halten, um die Kata bei uns einzuführen. Dem war natürlich nicht so. Als ich zum CETPM kam, hatte ich keine Ahnung von Kata, noch nie gehört, auch nicht bei Kung Fu, hat man dieses Wort nicht verwendet. Dann war ich am 2. Kata-Tag, da war ich noch nicht sehr lange beim CETPM dabei, habe meine ersten Eindrücke bekommen, habe mir gedacht, ja, Produktion super, die Ergebnisse sprechen für sich, brauche ich nicht drüber nachdenken, für die Produktion ein super geniales Instrument. Ja, und dann kam Konstantin und meint, so, ich hätte jetzt eigentlich die Idee oder den Wunsch, führen wir das am CETPM ein. Und was macht man so? Nee, das geht nicht. Keine Chance am CETPM, das funktioniert nicht, wir haben nicht die Prozesse, etc. pp.
Diese Gründe kennen Sie alle, haben wir heute schon gehört. Also man geht in der Führungsrolle erstmal einen Schritt zurück und sagt, nein, das funktioniert nicht. Wir haben sachliche Gründe und wir haben natürlich auch Gründe, die in einem selbst liegen, warum das nicht funktionieren kann. So, es gab keinen Weg vorbei, also heißt es, ich muss erstmal Grundlagenschulung machen. Also ich bin nicht ausgerüstet dafür, die Charta bei uns einzuführen, also muss ich meine Fähigkeiten, meine Kenntnisse erweitern. So habe ich dann im Februar mit der Ausbildung zum Charta-Manager begonnen und ja, auch wenn ich am CETBM bin, natürlich alles genauso wie jeder andere, der den Charta-Manager bei uns macht. Ich habe die Prüfung geschrieben und einige meiner Mitstreiter sind auch heute hier. Ja, dann haben wir während meiner Schulung schon gemerkt, okay, unsere Vision, wie wir sie gerade haben, passt überhaupt gar nicht in unsere Charta-Systematik. Wir haben über Hoshin Kanri gesprochen und noch während der Schulung haben Konstantin und ich uns hingesetzt und haben unsere Vision neu geschrieben, neu entwickelt, uns nochmal gesammelt, was wollen wir eigentlich mit dem CETPM, wo wollen wir hin? Und dabei ist dann herausgekommen, dieses Blatt, einmal die Vision, dann unsere Mission und wir haben für 2013 Herausforderungen definiert, die für uns, fürs CETPM der richtige Weg sind. Und um das Ganze wissenschaftlich zu begleiten, hat Professor May die Mitarbeiter erstmal befragt, bevor wir losgelegt haben mit der Charta, wie ist euer Kenntnisstand, was denkst du, was ist das Bauchgefühl, wie siehst du diese Einführung am CETPM? Hier haben wir mal 4 Stimmen zu den 4 verschiedenen Fragen und wenn man mal so drüber blickt, man sieht, es ist nicht so, dass alle gesagt haben, juhu, Charta, das will ich unbedingt, sondern es war schon so, dass auch bei vielen eigentlich das Gefühl geblieben ist, Charta ist Kontrolle, Charta ist jeden Tag Coaching, Charta schränkt mich total ein und mit dieser Grundstimmung haben wir dann auch zum Teil losgelegt. Wir haben dann mit dieser Grundstimmung die Mitarbeitergespräche gemacht, haben in den Mitarbeitergesprächen die Vision und die Herausforderungen besprochen und für jeden seinen Beitrag zur Erreichung unserer Herausforderungen definiert, haben danach einen Charta-Kickoff gemacht, wo wir alle Mitarbeiter zusammengeholt haben und in die Charta eingeführt haben. Und dann haben wir uns zuerst mal 3 Mitarbeiter ausgesucht und haben mit denen Charta-Pilotprojekte gemacht. Wir haben es uns nicht leicht gemacht. Wir haben nämlich vorwiegend nicht repetitive Prozesse gesucht, was es bei der Einführung nicht einfacher macht. Die nicht repetitiven Prozesse sind sehr schwer zu fassen für die neuen Lernenden. Wenn ich nochmal einführen würde, würde ich sicherlich so nicht anfangen, weil man erst eine gewisse Routine haben muss, aus meiner Sicht, um den Blick auch zu weiten auf andere Prozesse. Aber hier haben Sie einfach mal eine kleine Matrix, wie das bei uns so verteilt war. Einige Wochen, nachdem ich gestartet habe mit meinen 3 Coaches, hat Konstantin noch 2 weitere dazu genommen, sodass wir einfach ein ganz großes Spektrum in unserem Burger-Part einnehmen konnten. Nein. Ja, ich habe natürlich, während ich diese Coachings begonnen habe, auch ein bisschen Beobachtungen gemacht. Womit tun sich meine Mitarbeiter schwer? Wo haben wir so ein paar Knackpunkte gehabt? Vieles ist sicherlich bei Ihnen auch aufgetreten. Was ich immer ganz wichtig fand, ist, dass neben diesen Skills, die man eigentlich durch die Charta bekommt, ganz viele persönliche Entwicklungsprozesse passieren. Das heißt, das Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten wird größer und so waren dann auch ganz viele Begleiterscheinungen, die wir eigentlich gar nicht erwartet hatten. Ich habe natürlich auch geguckt, was fällt mir auf, wenn ich Coach bin und ich habe auch geschaut, was ist es, wenn ich als Second Coach bei Konstantin dabei bin. Oder ich durfte auch zum Beispiel bei dem Herrn Daub einfach mal bei Carl Zeiss reinschauen, wie läuft es denn da mit den Coachings. Und das sind einfach super wertvolle Erfahrungen, die einen selbst zum Nachdenken anregen, die einen Reflexionspunkte geben, um sich selber auch wieder zu verbessern. Ja, dann haben wir jetzt aktuell 5 von 9 festen Mitarbeitern, die am Campus Herrieden sind, arbeiten mit der Charta. Wir haben 2 Coaches, Konstantin und mich, und wir sind gleichzeitig auch die 2. Coaches für den anderen. Wir haben aktuelle Hindernisse natürlich, das Tagesgeschäft übermannt, wenn man nicht ganz strikt sagt, das ist das oberste Ziel, dass wir unsere Charta-Routine einhalten, übermannt einen das.
Und die Kapazitäten des Coaches sind natürlich auch so eine Frage. Und die Auswahl geeigneter Kata-Themen im Nicht-Produktionsbereich ist aus meiner Sicht auch ein ganz schwieriges Thema. Hier sehen Sie jetzt zum Beispiel einen Prozess von der Mitarbeiterin Senta. Hier haben wir einen Innovationsprozess gehabt. Man sieht, die Ist-Zustandsanalyse ist recht verwaschen. Die Zielzustände sind auch nicht in Nummern oder in Zahlen gefasst, weil es bei dem Prozess nicht ging. Uns ging es jetzt in dem Fall dabei darum, das E-Book bei uns einzuführen. Und natürlich haben ganz viele schon E-Books, aber Senta hatte bis jetzt noch kein E-Book, weiß nicht, wie man das einführt, aber es ist ihr Aufgabengebiet. Also mussten wir uns an ihrer Wissensgrenze entlanghangeln. Und durch diesen Prozess haben wir eben auch für uns feststellen können, die Kata funktioniert auch, wenn die Zielzustände nicht messbar sind und wenn sie nicht repetitiv sind. Wir haben gleichzeitig auch bemerkt, dass es eben geeignet ist, um Innovationsprozesse einzuführen. Das heißt, um neue Dinge zu entwickeln, nicht um die bestehenden Dinge zu verbessern, sondern um die neuen Dinge zu entwickeln. Ja, und die Verbesserungskarte lässt sich natürlich nicht nur auf der individuellen Prozessebene anwenden, aber hier bin ich noch nicht zu so einem ganz endgültigen Schluss gekommen. Ich habe eine grundsätzliche Beobachtung, die Arbeit an Prozessen mit mehreren Prozesseignern ist für den Coachee, wenn er nicht gewöhnt ist, sehr viel schwieriger, weil er alles abstimmen muss. Also sobald andere im Prozess beteiligt sind, muss man immer abstimmen, hat es jetzt Einfluss auf deine Arbeit, wie macht es das für dich im Prozess leichter oder schwieriger? Und was Konstantin vorhin schon angedeutet hat, wir haben es in die Teamstehungen, in die Teamrunden mit integriert und da haben wir eine erstaunliche Entdeckung gemacht. An sich sind die Zielzustände ja immer an die Herausforderungen ausgerichtet. Wenn man aber in den Coachings ist, schaut man sich eigentlich nur noch die Zielzustände an. Man fragt also, was ist unser Zielzustand und dann gehen die 5 Fragen los. Und als ich das erste Mal in der Stehung gesagt habe, so, jetzt würde ich gerne, dass wir die Katas in unsere Team-Meetings integrieren. Jeder, der im Coaching ist, sagt bitte mal ganz kurz, was ist meine Herausforderung, was ist mein aktueller Zielzustand und was ist der jetzige Schritt, den ich tue. Und dann ging es los, so, Herausforderung? Ja, was war das denn nochmal? Und deswegen würden wir unsere neuen Formulare um diesen Faktor Herausforderung erweitern, um einfach den Fokus drauf zu lassen, wo geht unser Ziel eigentlich hin, auch wenn wir uns sehr lange an einem Zielzustand entlang entwickeln. Wir haben natürlich einige Dinge gelernt, muss ich jetzt nicht alle vorstellen, aber für mich ein ganz wesentlicher Faktor, es steht und fällt mit der Konsequenz der Führungskraft. Wir haben die Coaching-Zyklen sehr frei gestaltet. Das heißt, wir haben tatsächlich in den Coachings vereinbart, wann sehen wir uns wieder, wann denkst du, ist dieser Schritt passiert. Und das hat natürlich für die Mitarbeiter erstmal eine Öffnungsfunktion gehabt, weil sie sich nicht so eingeengt gefühlt haben. Aber es führt leider auch schnell dazu, dass man es schleifen lässt. Und so habe ich ein paar Empfehlungen für Sie zusammengestellt. Ich aus meiner Sicht würde ein bisschen mehr Zeit in die Einführungsveranstaltung aufwenden. Ich würde auch unbedingt mit einem Coachee immer an repetitiven Prozessen beginnen. Die Herausforderungen immer mit im Auge behalten. Ja, Vorsicht zum Halbwissen zur Kata. Hätte bei mir fast dazu geführt, dass ich die Schublade zugemacht hätte und gesagt hätte, nein, Kata geht nicht. Immer noch die Augen auflassen und schauen, was Kata für einen bringen kann. Nicht jeder Schritt muss an der Wissensgrenze entlang gehen. Es gibt sicherlich auch mal Prozesse, da muss man einfach abarbeiten, um dann zur Wissensgrenze zu kommen. Ich würde auch keinen Quereinstieg neuer Lernenden in den bereits laufenden Kata-Prozess machen. Ich habe einen Prozess, den ein anderer Coachee begonnen hat, an einen anderen Coachee übergeben. Hat dazu geführt, dass die Analyse Erkenntnisse, die der erste Coachee hatte, der zweite natürlich nicht hatte. Und so haben wir immer wieder Schleifen fahren müssen, was sicherlich anders gewesen wäre, wenn er die Ist-Analyse selbst gemacht hätte. Lassen Sie keine unerfahrenen Coaches Themen coachen, die er grundsätzlich nicht bedienen kann. Also wenn Sie als Coach keine Ahnung von dem Prozess haben, den der Prozesseigner oder der Coachee machen soll, dann tun Sie sich extrem schwer. Deswegen am Anfang immer Sachen coachen, wo Sie auch ein bisschen Wort mitreden können. Und ja,
Formulare natürlich anpassen an die Firmengegebenheiten und ja, einen zweiten Coach immer in der Anfangsphase zur Reflexion mit dazuziehen. Und wir haben natürlich am Ende, oder am Ende sind wir ja nicht, wir haben jetzt letzte Woche nochmal ein Feedback von unseren Mitarbeitern erfragt, jetzt wo wir die Coachings eingeführt haben, ja, wie ist denn jetzt euer aktueller Stand, wie ist euer Bauchgefühl? Und man sieht, es ist noch nicht so, dass alle Juhu schreien, aber wir haben schon auch welche, die sagen, hey, das hilft mir sogar auch im privaten Leben, damit kann ich so viel anfangen, das ist genau das, was uns eigentlich gefehlt hat. Ja, und man sieht, wir haben noch nicht so lange Erfahrung damit, wir stehen noch in den Kinderschuhen, aber wir sind sicher, dass wir das Kind großziehen wollen und nicht zur Adoption freigeben oder Ähnliches. Ja, und somit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit.